Hallo, liebe Zuschauer, hier in Rayong geht gerade die Sonne auf, wunderbares Wetter kündigt sich an, ein paar Schäfchenwolken haben wir ja oben und Windstille. So, aber was steht heute an? Welche Themen habe ich? Ja, welche Themen werde ich heute besprechen? Einmal das Wetter, wie immer. Dann, wie ist der aktuelle Stand zu meinem Reisepass, den ich beantrage bei der Botschaft hier in Bangkok. Dann die neue Regel von heute, dass nur Geimpfte reingelassen werden in Thailand. Dann zu meinem Fort und Jem. Jem ist krank. Und etwas Spezielles für meine Mitglieder, eine aktuelle Information. So, als erstes das Wetter. Ihr seht ja, wunderbar hier. In Samui sieht es schon ganz anders aus. Habe gerade mal geguckt in Coral Cove, Silver Bay. Da kommen schon große Wellen an. Es kündigt sich ja für morgen schlechtes Wetter an. Schauen wir mal rein. Ja, dann lassen wir das mal durchlaufen. Hier haben wir Montag, Dienstag kommt das erste und Gewitter. Starke Regenfälle kommen hier aufs Festland zu. Sieht sehr schlimm aus, einschließlich Dienstag. Wie man hier oben sieht, Rayong, die Ecke ist nichts. Wir haben also weiterhin im unteren Bereich von Thailand Regensaison. Ja, ich hoffe für diejenigen, die da unten auf Samui oder im Süden von Thailand sind, dass das bald vorbei ist und dass endlich die Regensaison zu Ende ist. Ich bleibe noch mindestens bis Ende des Monats hier, also Ende Januar. Und dann entscheide ich, ob ich runterfahre nach Samui. Ja, zu meinem Pass. Ja, ich habe da viele Informationen bekommen, die mehr Erfahrungen haben. Ich habe keine Erfahrung, hier in Thailand einen Pass zu beantragen. Alles das, was ich hier bringe, ist meine Erfahrung und ich lerne natürlich auch dazu. Und ich habe einen großen Fehler begangen, damals, wie ich ausgewandert bin, dass ich keine Originaldokumente dabei hatte, sondern ich hatte alles gescannt. Also wenn ihr auswandern wollt, guckt, dass ihr Originale habt oder Kopien, die beglaubigt sind. Das ist super wichtig. Daher habe ich ja jetzt auch den Ärger. Auch die Informationen, die ich bekommen habe von Zuschauern, ja, du kannst auch mit der Kopie dahin gehen, Pustekuchen. Ich habe ja schon in den letzten Nachrichten gesagt, ohne Original oder Kopien, die beglaubigt sind, geht gar nichts beim Reisepass. Ich warte jetzt darauf, dass das Familienbuch einmal kommt. Da habe ich einmal ein Eisen im Feuer und dass die Behörde in Würseln, dass die sich jetzt mit dem Konsulat in Verbindung gesetzt hat, wie sie mir versprochen haben, und die entsprechenden Unterlagen denen zuschickt. Und dass ich dann irgendwann einen Anruf bekomme, beziehungsweise ich wollte morgen, Dienstag oder Mittwoch dahin anrufen. Ich habe Gott sei Dank von der Sachbearbeiterin die Telefonnummer, ob jetzt meine Unterlagen da eingetroffen sind. Ansonsten muss ich nochmal von hier aus 3 Stunden nach Bangkok fahren zur Botschaft, um das Familienbuch und mein Original Geburtsurkunde vorzulegen. Ich hoffe, dass dann das Thema beendet ist. Und dann hat man erstmal wieder für 10 Jahre Ruhe. Ja, aktuell steht ja an, dass die Thailänder einen Impfnachweis haben wollen. Da gehen wir jetzt gleich mal zu meinem Computer und dann lese ich euch das mal alles vor, was die haben wollen. Ja, liebe Zuschauer, dann gucken wir mal, welche Regeln die thailändische Regierung aufgestellt hat, damit man nach Thailand reinkommt. Punkt 1. Passagiere, die 18 Jahre oder älter sind, müssen einen Nachweis über eine vollständige Covid-19-Impfung oder einen Nachweis über die Genesung von Covid-19 vorlegen. Also wenn man schon mal krank gewesen ist, muss man das also vorlegen, aber wahrscheinlich auch hier in Englisch, die nicht länger als 6 Monate zurückliegt. Zweiter Punkt, Nachweis für eine Krankenversicherung, die mindestens 10.000 US-Dollar für eine potenzielle Covid-19-Behandlung in einem Krankenhaus in Thailand und einen Covid-19-PCR-Test deckt. Für Leute, die von Thailand aus in ein Land weiterreisen,
das für die Einreise einen negativen Covid-Test verlangt. Punkt 3. Inhaber von Dienst- und Diplomatenpässen sind von der Krankenversicherung befreit. Punkt 4. Inhaber eines thailändischen Reisepasses und Transitpassagiere sind von Impfnachweiskontrollen und Krankenversicherungsanforderungen befreit. Nummer 5, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Fluggesellschaft müssen die erforderlichen Unterlagen prüfen. Wenn ein Passagier keinen Impfnachweis vorlegt, muss er am Ankunftsflughafen in Thailand einen Covid-19-Test machen. Das heißt, Ungeimpfte und nicht vollständig Geimpfte können somit doch in Thailand einreisen. Hier ist natürlich das Risiko, wenn man wirklich Covid haben sollte und man kommt in Thailand an, dann hängt man da erstmal fest. Dann noch Punkt 6. Fluggesellschaften müssen sich an die entsprechenden Vorschriften halten und auch darauf achten, dass Passagiere auf dem Flug nach Thailand jederzeit eine Maske trägt. Punkt 7. Jeden Passagier, der während der Reise Symptome von Covid-19 entwickelt, wird empfohlen, sich bei der Ankunft zu testen. Also hier ist ein kleines Schlupfloch, dass auch Ungeimpfte nach Thailand rein können. Sie müssen eben halt nachweisen, wieso sie nicht geimpft sind. Es kann ja sein, aus medizinischen Gründen. Also vom Arzt müsst ihr ein Schreiben haben. Und ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das auch in Englisch übersetzt werden muss oder beglaubigt werden muss. Da muss derjenige sich also mit der Fluggesellschaft in Verbindung setzen. Dann kann es also sein, dass man aber ungeimpft rein kann. Aber auf jeden Fall wird ein PCR-Test gemacht bei der Ankunft. Also da sollte man sich wirklich im Detail informieren. Ich würde also jetzt nicht erstmal den Flug stornieren, sondern da von der Fluggesellschaft noch ein paar Informationen einholen. Ich wurde auch gefragt, ob man jetzt wieder in die Quarantäne muss. Da ist kein Wort von gesprochen worden in den Medien, dass wieder der ganze Zirkus von vorne beginnt. Es ist im Moment eben halt nur so, dass man einen Impfnachweis haben muss oder man hat vom Arzt, wie ich schon sagte, eine Bestätigung, dass man aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft ist. Aber da rate ich also, dass in Englisch auch noch rüberzubringen und das muss dann auch noch mal beglaubigt werden, ganz bestimmt, bevor man hier am Schalter steht und man wird einen Teil lang nicht reingelassen. Also ich finde, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich hatte zu meinem Fort Everest, habe ich natürlich viele, viele Zuschriften bekommen. Ich will da gar nicht drauf eingehen, dass Fort keinen guten Ruf in Deutschland hat, aber wenn man sich amerikanische Filme ansieht zum Beispiel oder auch hier, da ist Fort sehr, sehr stark vertreten. Ich lasse auf Anraten meiner Zuschauer nicht die anderen drei Düsen austauschen. Ich warte, vielleicht war es wirklich, wie einige geschrieben haben, dass also der Sprit, der Diesel war nicht gut, was ich mir also nicht so vorstellen kann. Nämlich die Tankstellen sind sehr vertrauenswürdig und ich habe nicht eher an einer Klitsche irgendwo getankt, dass da was mit gewesen ist. Oder es war eben halt ein Materialfehler. Jedenfalls, das Ding läuft. Ich bin wieder weiterhin zufrieden damit. Ich habe jetzt von Start meiner Reise 3000 Kilometer jetzt mit dem Wagen hier auf diese Tour hinter mir gebracht. Er läuft super. Macht richtig Spaß, mit dem zu fahren. Ja, aktuell tut Jem, der ist also krank, ist aber, kann ich schon sagen, auf dem Weg der Besserung. Hier kann ich euch das mal zeigen im Video, wie das jetzt die letzten Nächte war. Ja. Es kommt alle Viertelstunde, 20 Minuten. Dicker Schleim kommt da.
Ja, hallo liebe Zuschauer. Hat 2 Uhr Nacht. Jim ist krank. Seit gestern Abend hat er einen Husten, einen feuchten Husten. Das heißt also, Schleim bricht er aus. Ich war da eben um 9 Uhr in der Notfallklinik hier in Rayong mit ihm. Hatte mich vorher im Internet sachkundig gemacht, was er denn jetzt hat. Er bricht also nicht das Gefressene aus, sondern so in einem Rhythmus von 20 Minuten etwa ist so viel Schleim in der Luftröhre, dass er das erbricht. Und manchmal ist er so fest in der Luftröhre, dass er das nicht rausbekommt und dann bekommt er schon Panik. Und das heißt also für mich, alle 20 Minuten sitze ich dann hier bei ihm und versuche ihn zu beruhigen. Er hatte nämlich da eben, hat er mal so eine kleine Panikattacke bekommen. Da hat er das nicht rausbekommen und hat Angst. Und dann hat sich also wirklich sehr schlimm angehört. Ich muss sagen, hier in Rayong, die Notfallklinik für Tiere, super, wir waren sofort rangekommen. Ist natürlich um diese Zeit, 9 Uhr abends, nicht viel Besuch da, nur diejenigen, die einen Notfall haben, sind auch praktisch für kleines Geld behandelt worden. Er hat jetzt schleimlösende Mittel bekommen, Antibiotika für die nächsten Tage natürlich. Und wie ich reingekommen bin, hat sie als erstes denn, wie ich das alles geschildert habe, gefragt, und ist er geduscht worden? Ja, wir waren vor 2 Tagen unten am Meer, wir zwei ohne Kamera, wir wollten nicht mal durchhängen lassen und er liebt es ja im Meer zu schwimmen. Das haben wir denn gemacht, 2 Stunden waren wir da unten und anschließend habe ich ihn dann geduscht. War eben halt nass. Und ich dachte mir, bei den Temperaturen, die wir momentan haben, bei 22 Grad, das geht. Aber das war es wohl, der Auslöser, dass er praktisch so eine Unterkühlung bekommen hat und daher ja jetzt krank ist. Also mehr ist jetzt demnächst gestrichen. Und wir müssen jetzt noch die Nacht verbringen. Und ich schätze, dann kommende Nacht, dann geht das Ding schon wieder besser, da er dann durchschlafen kann und der Papa dann auch. Ja. So, ich lege mich jetzt wieder für eine Viertelstunde dahin und dann geht das Ganze wieder los. Ja, wie ich schon in dem Film sagte, ich war hier beim Notarzt für Hunde, für Tiere. Und die haben mich dann in der Klinik dann dementsprechend Tabletten gegeben, schleimlösend und auch Antibiotika. Es ist jetzt von 20 Minuten auf 1 Stunde ungefähr letzte Nacht. Jede Stunde kommt der Schleim so weit hoch, dass er dann also diese Töne von sich gibt. Wir haben beide gar nicht geschlafen, eigentlich richtig. Ich hoffe aber, dass jetzt in kommender Nacht, dass es besser wird. Auf jeden Fall, die Tabletten wirken jetzt. Und da tut mir richtig leid, wenn das wirklich gewesen ist, dass ich ihn geduscht habe. Und hier ist es etwas kühler. Wie gesagt, 22 Grad haben wir morgens. Dann lassen wir es mal sein und wir gehen nur an dem Strand spazieren und gehen nicht mehr ins Meer. Ja, hier zu meinen Mitgliedern. Ich werde heute einen Film veröffentlichen. Da werden bestimmt einige schockiert sein, was da passiert ist.
Mehr werde ich nicht sagen. Die anderen müssen bis zum Wochenende warten. Dann wird er veröffentlicht. Schaut euch das mal an und macht eure eigenen Gedanken dazu. Die Kommentarleiste werde ich blockieren, damit die anderen nicht mitbekommen, was es ist. Ihr seid also aktuell in der ersten Reihe und könnt euch das mal ansehen, hören, was eben halt passiert ist. So, auf meinem Speakzettel habe ich nichts Großartiges mehr drauf. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir sehen uns am Mittwoch. Okay, tschüss.